20.26 fahre ich zum Appell auf. Aufsicht. Mann, das dauert wieder. Natürlich kurz vor Dienstschluss. Wenn er bei uns auch so lange macht, dann verpasse ich noch meinen Zug. Roland Manns, der merkt was? Den Rauchabsauger will der Alte sowieso nicht sehen. Außerdem haben wir den schon das letzte Mal gereinigt. Hoffentlich hast du recht. Oder halt Brunner. Hauptmann melde, Panzer 615, fertig zum Appell. Rohrverkleidung, Rauchabsauger abnehmen. Scheiße, ich hab's doch geahnt. Hätte ja auch klappen können. Wer nichts riskiert, kann nichts gewinnen. Ja, du mit deinen Sprüchen. Ich sag mal Peter Bescheid, dass ich nicht mitfahren kann. Du, aber beeil dich. Weihnachten wollte ich zu Hause sein. Okay. Herr Vorfeld, ich brauche wieder meine Nachtwelle. Wie immer. Mal sehen. Manuela, da ist noch eine neue Sendung. Wie geht es dir? Danke schön. Da sollen gleich die fertigen Bilder rauskommen. Mensch, Opa, das habe ich dir doch schon 100-mal erklärt. So, hier ist auch die Helle. Ja, ja. Aber wäre es nicht doch besser, wir kaufen einen richtigen Futterapparat. Opa, das ist doch ein richtiger. Also, ich weiß nicht. Du hast mir versprochen. Christiane, bring mir mal 236er CT18. Hier noch ein paar Brötchen für Sie. Die beiden machen mich noch wahnsinnig. Immer mit der Ruhe. Am besten, ich lasse dir mal eine Aufnahme machen. Darf ich? Natürlich. So, jetzt machen wir mal ein schönes Bild von deinem Opa. Hm? Von mir? Na klar. Christiane, Telefon. Ist es Christian? Nein, deine Mutter. Ja, ja, ich komme gleich. Du kennst dich ja damit aus. Ja. Achtung, Opa. Moment noch. Siehst du? Da ist er schon. Mutti, was ist denn? Christiane, denkst du bitte an das Reinigungsspray für den Backofen? Nein, vergesse ich nicht. Hast du das letzte Mal auch gesagt. Schreib's dir lieber auf. Behandle mich doch nicht immer wie ein kleines Kind. Christiane, bitte. Christiane, du weißt genau, Papa ist sauer, wenn er sonntags seinen Kuchen nicht kriegt. Also bitte. Du, ich hab viel zu tun. Tschüss. Oh Gott, wie sehe ich denn da aus? Hättest du eben die Augen auflassen sollen. Kaufst du sie mir jetzt? Na gut, meinetwegen. Was kostet sie denn? 85,30. Wohin willst du denn? In der Freiburg. Du, ich fahr zu meiner Freundin nach Ulm. Ich dachte, weil du eine Freiburger Nummer hast. Ach so. Bis Ulm kann ich dich mitnehmen. Von da aus fährst du mit der Bahn weiter. Nee, das ist ein Riesenumweg. Wenn Stau ist, bist du mit der Bahn sogar schneller. Lass mal, danke. Tschüss. Was machen wir heute Abend? Wir? Christian, Beate, du und ich? Oder kommt Christian nicht? Hat nichts gesagt, also wird er wohl kommen. Ja, also. Mann, Herbie, ich bin total fertig. Ich geh halt nicht mehr weg. Muss mich mal ausruhen, ehrlich. Aber Christian wird doch bestimmt was machen wollen, wo er die ganze Woche in der Kaserne rumhängt. Also ich bleib heute zu Hause. Vielleicht morgen. Mein Gott, so jung und schon so tot. Wie lange sind Sie denn schon dabei? 5 Monate. Dann ist ja bald eine Beförderung fällig. Kann schon sein. Zeitsoldat wollen Sie nicht werden? Nein, ich will zurück in meinen Beruf. Ich habe gerade erst ausgelernt. Was, wenn man fragen darf? Fotolaborant. Ah. Ich brauche unbedingt einen eigenen Wagen. Dieser Heimfahrt, nicht das Letzte. Da brauche ich fast 5 Stunden. Tja. Die Verbindungen sind nicht gerade ideal.
Wagen wäre ich in gut 3 Stunden zu Hause. Bei uns könnten Sie sich weiterbilden. Ich meine, wenn Sie Zeitsoldat wären. Sag, mein Junge. Sag, Mutti. Ich dachte, du kommst überhaupt nicht mehr bis gleich zu Christiane. Ich muss da die schmutzige Wäsche herbringen. Seit du dieses Mädchen kennst, sehen wir dich nur noch, wenn du deine schmutzige Wäsche bringst und wenn du sie wieder abholst. Oh, lass ihn doch, Lieselotte. Sind doch junge Leute. Tag, Omi. Tag, Junge. Komm rein, wir haben dir das Essen warm gehalten. Ich hab keinen Hunger, ich muss gleich wieder los. Und wann bleibst du mal wieder Wochenende bei uns? Och, Mutti. Also eins verstehe ich wirklich nicht, dass ihre Eltern das überhaupt erlauben. Was? Na, was schon? Dass du das ganze Wochenende da verbringst und auch noch da übernachtest. Wollen wir uns schon die ganze Woche nicht sehen? Ich glaube, ich muss mal mit diesen Eltern reden. Ja, das lässt sich schön bleiben. Erstmal geht sich gar nichts an, zweitens bin ich volljährig. So, ich hau jetzt ab. Sonja ist noch nicht vom Gitarrenunterricht zurück. Ja und? Sie hat das Mofa genommen. Verdammter Mist. Ich habe ihr extra gesagt, dass ich Freitag Nachmittag das Mofa selber brauche. Wenn sie sich nicht dran hält, dann kriegt sie es überhaupt nicht mehr. Und ich habe es ihr erlaubt. Das war ja nicht sicher, ob du überhaupt hierher kommst. Ja. Brauchst sowieso ein Auto. 1000 Mark habe ich selber. Vielleicht gibt mir Oma den Rest. Hm? Und da steh dich Oma anzupumpen. Andere müssen auch mit der Bahn fahren. Brunner? Hallo, Schatz. Wo bleibst du denn? Ja, ich bin doch gerade erst angekommen. Hast du schon was gegessen? Nee. Okay, dann mache ich dir was, hm? Komm endlich her. Ja, erst mal können. Sonja hat noch das Mofa. Wenn sie in 5 Minuten nicht da ist, nehme ich mir ein Taxi. Okay, beeil dich, hm? Du, Herbert und Beate sind hier. Ich wollte sie abwimmeln, bin aber nicht. Ja, kann der mich da abholen? Ja, aber dann kriegen wir die überhaupt nicht mehr los. Ich wollte eigentlich mit dir allein sein. Na, jetzt sag ihm doch erst mal, er soll herkommen. Okay, mach ich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Herbert holt mich mit dem Motorrad ab. Oma, komm doch mal mit. Was ist denn? Also, was hast du denn auf dem Herzen, Christian? Du, Omi, du weißt doch, dass ich das Auto brauche. Ja. Und von meinen 1000 Mark kriege ich kein vernünftiges. Kannst du mir nicht was dazugeben? Ich meine, leihen? Natürlich. Ich möchte ja auch, dass du dir gleich ein besseres kaufst. Auch wenn deine Mutter nicht damit einverstanden ist. Aber ich kann dir ja 3000 Mark dazugeben. Und wenn deine Soldatenzeit rum ist und du wieder arbeitest, dann gibst du es mir zurück. Oma, du bist echt stark. Och, tue ich doch gern, Junge. Danke. Mutti, Papa will heute Abend den Western nicht sehen, sondern irgendeinen anderen Quatsch. Du siehst heute Abend sowieso nicht fern. Warum nicht? Weil ihr morgen eine englische Arbeit schreibt. Mmh. Nächstes Mal sag ich gar nicht. Eva, zieh dich an ihn. Bleibt Christian wieder das ganze Wochenende hier? Na klar, wir haben uns doch die ganze Woche nicht gesehen. Die 2 Tage wieder sind sowieso viel zu schnell rum. Weißt du doch, Mutti. Also du musst endlich mit Papa mal darüber reden. Sonst hat er wieder nur schlechte Laune und ich muss das ausbaden. Am besten sprichst gleich mit ihm noch, bevor Christian kommt. Ach, Paps macht immer so blöde Bemerkungen über uns. Ach, das meint er doch nicht so. Außerdem bin ich seit 6 Wochen 18 und kann in meinem Zimmer machen, was ich will. Irrtum, das kannst du eben nicht. Jedenfalls nicht, solange du hier noch bei uns wohnst. Also tu mir den Gefallen. Ich will aber nicht. Red du doch mit ihm. Nein, Christian, das musst du selber machen.
Papst? Du Papst? Was ist denn? Muss das unbedingt jetzt sein? Show ab, als hätte er euch ein halbes Jahr nicht gesehen. Der ist ja bloß neidisch. Haha. So still da drüben. Ist Christian nach Hause gefahren? Das glaube ich nicht. Jedes Wochenende bleibt der Junge jetzt hier. Dann red doch mal mit ihr darüber. Wenn sie es nicht für nötig hat, zu mir zu kommen. Was soll das, Rudolf? Du drückst dich doch genauso davor wie sie. Weil es eben auch nicht so einfach ist. Ich weiß nur eins, dass man mit Verboten nichts ausrichtet. Dann suchen sie sich eine andere Möglichkeit. Denk doch mal an die Meyers von nebenan. Was haben die mit ihrer Strenge erreicht? Dass ihre Susi mit 18 ein Kind kriegt und jetzt heiraten muss. Na, so schlimm ist das doch auch wieder nicht, oder? Na, ich danke. Christiane soll erstmal ihren Beruf fertig machen und ein bisschen erwachsen werden. Sind doch noch die reinsten Kinder. Ich habe die ganze Woche an dich gedacht. Ehrlich? Ja. Am liebsten wäre ich zu dir gefahren, hätte mich an dich gekuschelt. Was ist denn? Ich stell mir gerade vor, du mit mir im Bett, auf der Stube, alle Kumpels drumrum. Was meinst du, was da los wäre? Wieso? Verstehe ich nicht. Da kannst du auch nicht. Sind die so blöd oder haben die niemanden? Beides. Meine Mutter war ganz schön sauer, dass ich gleich wieder abgehauen bin. Die hat dich doch lang genug gehabt, hm? Weißt du, was die machen will? Will mit deinen Eltern reden, ganz schön bescheuert. Ach, und ich habe wieder nicht mit Paps gesprochen. Der denkt doch nur an die Nachbarn, wenn du hier pennst. Die haben vielleicht Sorgen. Sollen uns bloß in Ruhe lassen. No? Du, ich bin echt fertig. Und morgen ist lange Samstag, hm? Morgen gucke ich mal, ob ich einen Wagen finde. Sowieso erst am nächsten Wochenende kaufen, wenn meine Oma das Geld abgehoben hat. Ist 3,8 nicht zu viel für eine Ente? Ja, mein Vater kennt bestimmt den Autohändler und kann vielleicht noch was runterhandeln. Die Versicherung mache ich sowieso über ihn. Tag, kann ich meinen Vater sprechen? Ich glaube, er schläft noch. Ist erst heute Morgen nach Hause gekommen. Ach so. Am besten, er kommt ein andermal. Aber ruft vorher an, er ist ja fast immer unterwegs. So. Jetzt hast du die zweite Frau von meinem Vater kennengelernt. Christian! Ja? Susanne konnte doch nicht wissen, dass ich schon wach bin. Komm raus. Ja, Vater. Ja.
Warum lässt du denn nicht rein? Wenn du schläfst, ist doch dein Sohn. Tag. Der Vater. Grüß dich. Ist das Christiane? Ja. Sehr erfreut. Brunner. Tag, Herr Brunner. Tag. Einen guten Geschmack hast du von mir. Bitte. Danke. Entschuldigt, dass ich euch so empfange, Kinder, aber immer wieder mit einem Kunden versagt bis 5 Uhr. Deshalb ist er auch sauer auf mich. Ist aber eine ganz anständige Firmenversicherung dabei rausgesprungen. Ja. Setzt euch. Wollt ihr was trinken? Nee, danke. Danke, ne. So. Freut mich, dass ihr mich mal wieder besuchen kommt. Ich habe mir vorhin einen Wagen angesehen. Möchte ich gern kaufen. Von mir hättest du schon längst einen Wagen bekommen. Wenn mich deine Mutter bei der Scheidung nicht so geschöpft hätte. Also die Haftpflicht übernehme natürlich ich. Solange du beim Bund bist, brauchst du nicht zu zahlen. Naja, deswegen bin ich nicht hergekommen. Alles klar, mein Junge. Was ist denn das für ein Wagen? Eine gebrauchte Ente. Steht beim Rottweiler. Beim August? Kommt doch mal nichts ein. Lass mich in Ruhe. Was will er denn dafür haben? 3,8. Besorge ich dir für 3,3. Ehrlich? Gleich Montag früh sehe ich mir den Wagen mal an. Bist du eigentlich in der Kaserne telefonisch erreichbar? Ja, das ist kompliziert. Aber du kannst Christiane Bescheid sagen. Wir telefonieren mehrmals die Woche. Es wird mir ein Vergnügen sein. Ich arbeite in der St. Georgs-Drogerie. Ja, bei Frau Paukner. Bei Irma? Ich habe doch gleich gewusst, dass ich sie schon irgendwo schon mal gesehen habe. Also, alles klar, mein Junge. Und was macht Sonja? Ich habe sie ja ewig nicht gesehen. Übertreib doch nicht so. Ja, bei so einer Scheidung bleiben immer die Kinder auf der Strecke. Wenn es nach meiner ersten Frau ginge, wäre ich für die beiden sowieso schon gestorben. Das stimmt doch gar nicht. Susanne ist genauso schuld. Jetzt mal sehen sollen, wie die uns empfangen hat. Ja, wie soll ich das erklären? Susanne ist natürlich ein bisschen eifersüchtig auf euch beide. Sie hätte gern selbst auch eigene Kinder, aber naja, mir hat's mit euch gerade gereicht. Mensch, da seid ihr ja endlich. Christiane und ich warten schon eine Ewigkeit auf euch. Na und? Ach, die Sonja. Hätte ich mir ja denken können, dass du hier rumhängst. Na und? Bist ja auch hier. Ist ja nicht frech. Wo war meine Karre gestern? Wer soll ich denn wissen, ob du kommst oder nicht? Wir hätten ausgemacht, dass die Karre da ist, wenn ich komme. Wieso, dass du nach Hause kommst, Mensch? Es ist 10:30. Ey, Mann, was gibt es denn deine Schwester da? Du mal durch, Mann, du bleibst einfach zu Hause. Morgen, aufstehen! Hey, spinnst du, Andreas? Sind wir doch nicht in der Kaserne? Los, frühstücken! Hey! Was fällt dir denn ein? Ab nach unten. Guten Morgen. Morgen. Es ist bereits 9:20 und Papa möchte frühstücken. Hat dir niemand was dagegen? Du weißt ganz genau, dass er Wert darauf legt, dass wir sonntags gemeinsam frühstücken. Also steht auf und kommt runter. Wenigstens einmal in der Woche möchte ich ausschlafen können, verdammt nochmal. Bitte beeilt euch. Ich werde noch wahnsinnig in diesem Haus. Komm, steh doch auf. Nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Du, das gibt doch nur wieder Ärger, dass ich hier bin und so. Erst will ich einen Kuss. Also gut. Ziehst du dich nicht richtig an? Auch das noch. Komm. Nee, Christiane, so können wir nicht runtergehen. Wir sollen froh sein, dass wir überhaupt kommen. Du, das können wir nicht machen. Komm, zieh das an.
sexy siehst du aus. Na, endlich. Eigentlich wissen, Christiane, dass es bei uns nicht üblich ist, so zum Frühstück zu erscheinen. Ach komm, Paps, ist doch nicht das erste Mal. Hab dich doch nicht so. Dann hatten wir aber sicher keinen Gast bei uns. Papa hat recht. Also bitte, Christiane. Auch noch nicht gewaschen. Das könnte dir so passen. Du willst dich doch bloß vor deinem Müsli drücken. Wenn der nicht schmeckt. Sind doch echt bescheuert. Das halte ich nicht mehr lange aus. Wenn du mit dem Bund fertig bist, suchen wir uns eine eigene Wohnung. Bloß weit weg von denen. Wo wir endlich machen können, was wir wollen. Mhm. Das ist doch wahr. Vielleicht habe ich nächste Woche schon die Ente. Dann brauchen wir uns nicht mehr hier verabschieden. Ach, du hast nur dein blödes Auto im Kopf. Nee, Chrissy. Aber wäre doch prima. Dann brauche ich erst in der Nacht los und wir hätten noch den ganzen Abend für uns. Sag mir lieber, wie lieb du mich hast. Ich hab dich irre lieb, Chrissy. Vielleicht war mein Vater bis dahin schon bei dir. Kannst du mir sagen, ob alles geklappt hat? Ja, ja. Her. Ja, erst mal können. Sonja hat noch das Mofa. Wenn sie in 5 Minuten nicht da ist, nehme ich mir ein Taxi. Okay, beeil dich, hm? Du, Herbert und Beate sind hier. Ich wollte sie abwimmeln, ging aber nicht. Ja, kann der mich da abholen? Ja, aber dann kriegen wir die überhaupt nicht mehr los. Ich wollte eigentlich mit dir allein sein. Na, jetzt sag ihm doch erst mal, er soll herkommen. Okay, mach ich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Herbert, holt mich mit dem Motorrad ab. Oma, komm doch mal mit. Was ist denn? Also, was hast du denn auf dem Herzen, Christian? Du, Omi, du weißt doch, dass ich das Auto brauche. Ja. Und von meinen 1000 Mark kriege ich kein vernünftiges. Kannst du mir nicht was dazugeben? Ich meine, leihen? Natürlich. Ich möchte ja auch, dass du dir gleich ein besseres kaufst. Auch wenn deine Mutter nicht damit einverstanden ist. Aber ich kann dir ja 3000 Mark dazugeben.
Und wenn deine Soldatenzeit rum ist und du wieder arbeitest, dann gibst du es mir zurück. Oma, du bist echt stark. Och, tue ich doch gern, Junge. Danke. Du, Mutti, Papa will heute Abend den Western nicht sehen, sondern irgendeinen anderen Quatsch. Du siehst heute Abend sowieso nicht fern. Warum nicht? Weil ihr morgen eine Englischarbeit schreibt. Mm. Nächstes Mal sag ich gar nicht. Eva, zieh dich an ihn. Bleibt Christian wieder das ganze Wochenende hier? Na klar. Wir haben uns doch die ganze Woche nicht gesehen. Die zwei Tage wieder sind sowieso viel zu schnell rum. Das weißt du doch, Mutti. Also du musst endlich mit Papa mal darüber reden. Sonst hat er wieder nur schlechte Laune und ich muss das auswarten. Am besten sprichst gleich mit ihm noch, bevor Christian kommt. Ach, Paps macht immer so blöde Bemerkungen über uns. Ach, das meint er doch nicht so. Außerdem bin ich seit 6 Wochen 18 und kann in meinem Zimmer machen, was ich will. Irrtum, das kannst du eben nicht. Jedenfalls nicht, solange du hier noch bei uns wohnst. Also tu mir den Gefallen. Ich will aber nicht. Red du doch mit ihm. Nein, Christian, das musst du selber machen. Paps? Du, Paps? Mitnehmen? Wohin willst du denn? In der Freiburg. Durchfahrt zu meiner Freundin nach Ulm. Ich dachte, weil du eine Freiburger Nummer hast. Ach so. Bis Ulm kann ich dich mitnehmen. Und von da aus fährst du mit der Bahn weiter. Nee, ist ein Riesenumweg. Wenn Stau ist, bist du mit der Bahn sogar schneller. Lass mal, danke. Tschüss. Was machen wir heute Abend? Wir? Christian, Beate, du und ich? Oder kommt Christian nicht? Hat nichts gesagt, also wird er wohl kommen. Ja, also. Mann, Herbie, ich bin total fertig. Ich geh halt nicht mehr weg. Muss mich mal ausruhen, ehrlich. Aber Christian wird doch bestimmt was machen wollen, wo er die ganze Woche in der Kaserne rumhängt. Also ich bleib heute zu Hause. Vielleicht morgen. Mein Gott, so jung und schon so tot. Wie lange sind Sie denn schon dabei? 5 Monate. Dann ist ja bald eine Beförderung fällig. Kann schon sein. Zeitsoldat wollen Sie nicht werden? Nein, ich will zurück in meinen Beruf. Ich habe gerade erst ausgelernt. Was, wenn man fragen darf? Fotolaborant. Ah. Ich brauche unbedingt einen eigenen Wagen. Dieser Heimfahrt, nur das Letzte. Da waren wir euch fast 5 Stunden. Tja. Die Verbindungen sind nicht gerade ideal. Im Wagen wäre ich in gut 3 Stunden zu Hause. Bei uns könnten Sie sich weiterbilden. Ich meine, wenn Sie Zeitsoldat wären. Sag, mein Junge. Sag, Mutti. Ich dachte, du kommst überhaupt nicht mehr bis gleich zu Christiane. Ich muss da die schmutzige Wäsche herbringen. Seit du dieses Mädchen kennst, sehen wir dich nur noch, wenn du deine schmutzige Wäsche bringst und wenn du sie wieder abholst. Oh, lass dich doch, Lieselotte. Sind doch junge Leute. Tag, Omi. Tag, Junge. Komm rein, wir haben dir das Essen warm gehalten. Ich hab keinen Hunger, ich muss gleich wieder los. Und wann bleibst du mal wieder am Wochenende bei uns? Och, Mutti. Also eins verstehe ich wirklich nicht, dass ihre Eltern das überhaupt erlauben.
ihr eine Show ab, als hätte er euch ein halbes Jahr nicht gesehen. Der ist ja bloß neidisch. Haha. So still da drüben. Ist Christian nach Hause gefahren? Das glaube ich nicht. Jedes Wochenende bleibt der Junge jetzt hier. Dann red doch mal mit ihr darüber. Wenn sie es nicht für nötig hält, zu mir zu kommen. Was soll das, Rudolf? Du drückst dich doch genauso davor wie sie. Weil es eben auch nicht so einfach ist. Ich weiß nur eins, dass man mit Verboten nichts ausrichtet. Dann suchen sie sich eine andere Möglichkeit. Denk doch mal an die Meyers von nebenan. Was haben die mit ihrer Strenge erreicht? Dass ihre Susi mit 18 Kind kriegt und jetzt heiraten muss. Na, so schlimm ist das doch auch wieder nicht, oder? Na, ich danke. Christiane soll erstmal ihren Beruf fertig machen und ein bisschen erwachsen werden. Sind doch noch die reinsten Kinder. Ich habe die ganze Woche an dich gedacht. Ehrlich? Ja. Am liebsten wäre ich zu dir gefahren, hätte mich an dich gekuschelt. Was ist denn? Ich stell mir gerade vor, du mit mir im Bett, auf der Stube, alle Kumpels drumrum. Was meinst du, was da los wäre? Wieso? Verstehe ich nicht. Kannst du auch nicht. Sind die so blöd oder haben die niemanden? Beides. Meine Mutter war ganz schön sauer, dass ich gleich wieder abgehauen bin. Sie hat dich doch lang genug gehabt, hm? Weißt du, was die machen will? Will mit deinen Eltern reden, ganz schön bescheuert. Ach, und ich hab wieder nicht mit Paps gesprochen. Der denkt doch nur an die Nachbarn, wenn du hier pennst. Die haben vielleicht Sorgen. Sollen uns bloß in Ruhe lassen. No? Du, ich bin echt fertig. Und morgen ist lange Samstag, hm? Ist es Christian? Nein, deine Mutter. Ja, ja, ich komme gleich. Du kennst dich ja damit aus. Ja. Achtung, Opa. Moment noch. Siehst du? Da ist er schon. Mutti, was ist denn? Christiane, denkst du bitte an das Reinigungsspray für den Backofen? Nein, vergesse ich nicht. Hast du das letzte Mal auch gesagt. Schreib's dir lieber auf. Bernie, bin ich doch nicht immer wie ein kleines Kind. Christiane, bitte. Ja. Christiane, du weißt genau, Papa ist sauer, wenn er sonntags seinen Kuchen nicht kriegt. Also bitte. Du, ich hab viel zu tun. Tschüss. Oh Gott, wie sehe ich denn da aus? Hättest du eben die Augen auflassen sollen. Kaufst du sie mir jetzt? Na gut, meinetwegen. Aber was kostet sie denn? 85,30. Wohin willst du denn? In der Freiburg. Durchfahrt zu meiner Freundin nach Ulm. Ich dachte, weil du eine Freiburger Nummer hast. Ach so. Bis Ulm kann ich dich mitnehmen. Von da aus fährst du mit der Bahn weiter. Nee, ist ein Riesenumweg. Wenn Stau ist, bist du mit der Bahn sogar schneller. Lass mal, danke. Tschüss. Was machen wir heute Abend? Wir? Christian, Beate, du und ich? Oder kommt Christian nicht? Hat nichts gesagt, also wird er wohl kommen. Ja, also. Mann, Herbie, ich bin total fertig. Ich geh halt nicht mehr weg. Muss mich mal ausruhen, ehrlich. Aber Christian wird doch bestimmt was machen wollen, wo er die ganze Woche in der Kaserne rumhängt. Also ich bleib heute zu Hause. Vielleicht morgen.
Mein Gott, so jung und schon so tot. Wie lange sind Sie denn schon dabei? 5 Monate. Dann ist ja bald eine Beförderung fällig. Kann schon sein. Zeitsoldat wollen Sie nicht werden? Nein, ich will zurück in meinen Beruf. Ich habe gerade erst ausgelernt. Was, wenn man fragen darf? Fotolaborant. Ah. Ich brauche unbedingt einen eigenen Wagen. Diese Heimfahrt, nur das Letzte. Da waren wir euch fast 5 Stunden. Tja, die Verbindungen sind nicht gerade ideal. Im Wagen wäre ich in gut 3 Stunden zu Hause. Bei uns könnten Sie sich weiterbilden. Ich meine, wenn Sie... Komm mit her. Mensch, da seid ihr ja endlich. Christiane und ich warten schon eine Ewigkeit auf euch. Na und? Ach, die Sonja. Hätte ich mir ja denken können, dass du hier rumhängst. Na und? Bist du ja auch hier. Ja, nicht frech. Wo war meine Karre gestern? Wer soll ich denn wissen, ob du kommst oder nicht? Wir hätten ausgemacht, dass die Karre da ist, wenn ich komme. Wieso, dass du nach Hause kommst, Mensch? Es ist 10:30. Da. Ey, Mann, was gibt es denn deine Schwester da? Du mal durch, mach den Ball weiter zu Hause. Morgen, aufstehen! Hey, spinnst du, Andreas? Sind wir doch nicht in der Kaserne? Los, frühstücken! Hey! Was fällt dir denn ein? Ab nach unten. Guten Morgen. Morgen. Es ist bereits 8:40 und Papa möchte frühstücken. Hat dir niemand was dagegen? Du weißt ganz genau, dass er Wert darauf legt, dass wir sonntags gemeinsam frühstücken. Also steht auf und kommt runter. Wenigstens einmal in der Woche möchte ich ausschlafen können, verdammt nochmal. Bitte beeilt euch. Ich werde noch wahnsinnig in diesem Haus. Komm, steh doch auf. Nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Du, das gibt doch nur wieder Ärger, dass ich hier bin und so. Erst will ich einen Kuss. Hm? Also gut. Ziehst du dich nicht richtig an? Auch das noch. Komm. Nee, Christiane, so können wir nicht runtergehen. Sollen froh sein, dass wir überhaupt kommen. Du, das kann man nicht machen. Komm, zieh das an. Sexy siehst du aus. Na, endlich. Wann sind 26 fahre ich zum Appell auf? Aufsicht. Mann, das dauert wieder. Natürlich kurz vor Dienstschluss. Wenn er bei uns auch so lange macht, dann verpasse ich noch meinen Zug. Roland, meinst du, der merkt was? Den Rauchabsauger will der Alte sowieso nicht sehen. Außerdem haben wir den schon das letzte Mal gereinigt. Hoffentlich hast du recht. Oder halt Brunner. Hauptmann melde, Panzer 615, fertig zum Appell. Rohrverkleidung, Rauchabsauger abnehmen. Scheiße, ich hab's doch geahnt. Hätte ja auch klappen können. Wer nichts riskiert, kann nichts gewinnen.
Du mit deinen Sprüchen. Ich sag mal Peter Bescheid, dass ich nicht mitfahren kann. Du, aber beeil dich. Weihnachten wollte ich zu Hause sein. Okay. Ja, Frau Kölner, was da braucht man. Ich brauche wieder meine Nacht. Ne? Ja, wie immer. Mal sehen. Manuela, im Lager ist noch eine neue Sendung. Wie geht es dir? Danke schön. Da sollen gleich die fertigen Bilder rauskommen. Mensch, Opa, das habe ich dir doch schon 100 Mal erklärt. So, hier ist auch die Helle. Ja, ja. Wäre es nicht doch besser, wir kaufen einen richtigen Futterapparat. Opa, das ist doch ein richtiger. Also, ich weiß nicht. Du hast mir versprochen. Christiane, bring mir mal 236er CT18. Hier noch ein paar Pfötchen für Sie. Dankeschön. Die beiden machen mich noch wahnsinnig. Immer mit der Ruhe. Am besten, ich lasse dir mal eine Aufnahme machen. Darf ich? Natürlich. So, jetzt machen wir mal ein schönes Bild von deinem Opa. Hm? Von mir? Na klar. Christiane, Telefon. Ist es Christian? Nein, deine Mutter. Ja, ja, ich komme gleich. Du kennst dich ja damit aus. Ja. Achtung, Opa. Moment noch. Siehst du? Da ist er schon. Mutti, was ist denn? Christiane, denkst du bitte an das Reinigungsspray für den Backofen? Nein, vergesse ich nicht. Hast du das letzte Mal auch gesagt. Schreib's dir lieber auf. Bernie, bin ich doch nicht immer wie ein kleines Kind. Ja, nicht.